Okay, was ein Gap ist, das solltest du vielleicht schon wissen. Was es für Gap-Typen gibt, das solltest du vielleicht auch schon wissen, weil das einfach in vielen Charttechniken schon drin steht. Allerdings, was nicht drin steht, und das ist jetzt in den nächsten 5 Minuten mein Ziel oder meine Aufgabe, ist dir verschiedene Strategien beizubringen, mit Index-Gaps umzugehen. Vor kurzem Disclaimer natürlich: Das Handeln an der Börse ist in Eigenverantwortung. Ich bringe ja keine Anlageberatung oder ähnliches. Alle Aussagen sind stets meine eigene Meinung, meine ich natürlich. Okay, gucken wir uns jetzt verschiedene Strategien an. Ich kann dir nicht alle meine Strategien beibringen, die ich da entwickelt habe. Dazu müsstest du zu mir ins Privatcoaching kommen, einfach weil jetzt 5 Minuten dafür natürlich nicht ausreicht. Aber so 3, 4 Stück will ich dir ganz gerne zeigen. Strategie Nummer 1, und ich muss natürlich auch im Voraus sagen, dass ich habe in dem Fall jetzt hier zur Erklärung, habe ich bloß eine Gap-Richtung genommen. Also in dem Fall habe ich jetzt zum Beispiel einen Up-Gap gehabt. Aber wenn wir jetzt natürlich einen Down-Gap irgendwo hin haben, dann gilt dasselbe natürlich bloß im umgedrehten Sinne dann. Das wirst du schon dann merken. Okay, Strategie Nummer 1 hat was mit Breakaway-Gaps zu tun. Was ist meine Erwartungshaltung, wenn ich so eine Gap-Art hier sehe? Dann erwarte ich einfach, dass es mit der Gap-Richtung stark weitergehen würde während der Handelszeit. Sprich, zum Beispiel in dem Fall haben wir ein longiges Breakaway-Gap gehabt. Also würde ich in der Handelszeit einfach nur erwarten, dass es auch weiter longig geht und würde nur Long-Einstiege suchen. Ganz simpel, Strategie Nummer 1. Und natürlich, was ich gerade meinte, auch hätten wir zum Beispiel ein Breakaway-Gap down irgendwo hin gehabt, sprich unter irgendeine Support-Zone hier unten drin, Breakaway-Gap down. Dann ist davon ausgegangen, okay, es geht weiter shortig unterwegs einfach. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass alles dann in bullischer und bärischer Variante immer gibt. Strategie Nummer 2 und auch folgende Strategien haben alle was mit der Gap-Größe an sich selber zu tun, wo ich dann verschiedene Erwartungshaltungen einnehmen werde, je nachdem, wie dann das Setup entsprechend ist. Für mich im Index-Trading ist erstmal so die 1,5%-Marke, so der Sweet-Spot, sage ich mal, zwischen dem ich entscheide, okay, das Gap ist für mich sehr groß oder auch das Gap ist für mich eher klein. Okay? Und wenn wir jetzt einen Gap von größer als 1,5% haben, in dem Fall haben wir zum Beispiel 1,7% Gap Down gehabt. Was würde ich da erwarten? Da habe ich erstmal zwei Erwartungshaltungen. Eine Erwartungshaltung ist, okay, wir haben ein großes Gap Down gehabt. Ich erwarte, dass es während der Handelszeit hauptsächlich tatsächlich weiter nach unten oder quasi Down weitergehen wird. Okay, sprich, weil auch hier so eine Fortsetzung von dem Gap einfach, würde ich mal sagen. Aber ich habe auch noch eine zweite Erwartungshaltung und das ist das, was ich hier meine mit so ein bisschen Gap and Go Charakter. Und zwar müssen wir uns Folgendes vorstellen: Wir haben hier Leute, die abends kurz vor Börsenschluss hier nochmal stark einkaufen gehen und die tun hier Long-Positionen aufbauen. Jetzt wachen die früh auf und sind dick im Minus. Ja, was passiert dann bei dem Privatanleger im Kopf? Der sagt, okay, ich bin im Verlust, ich muss Verluste verbilligen. Also kommt es hier am Anfang, weil diese halt nochmal Verluste verbilligen, im Sinne von, die tun nachkaufen im Verlust, kommt es hier am Anfang zu Kleinkaufdruck. Das heißt, meine Erwartungshaltung ist zunächst einmal einerseits, dass wir zu Börsenbeginn oder zu Handelsbeginn einen kleinen Kaufdruck haben werden, in dem Fall beim Down Gap. Und dann geht es weiter aber nach unten. Okay, und da kann ich zuerst hier zum Beispiel Long scalpen und dann den Short-Einstieg nach unten finden. Können wir auch zum Beispiel jetzt hier noch einmal sehen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel einen 2,2% Gap-Down gehabt. Wir sehen erst dieser Kaufdruck, der hier ein bisschen etabliert wird. Und dann geht es mit der Gap-Richtung oder wird dieser Druck einfach fortgesetzt. Wie handeln wir, wenn Gaps kleiner als 1,5% sind? Dann gehe ich zunächst einmal zu Handelsbeginn davon aus, dass es zum Gap-Close kommen wird. Einfach weil du musst wissen, 80% aller Gaps werden insgesamt geschlossen. Und wenn es zum Gap-Close kommen könnte, tatsächlich, dann werden die auch meistens so innerhalb der ersten 1 bis 2 Stunden der Handelszeit tatsächlich geschlossen. Das heißt, wenn wir ein kleines Gap haben, in dem Fall haben wir ein kleines Up-Gap gehabt, dann gehe ich erstmal davon aus, okay, ich sollte vielleicht eher Short-Einstiege suchen, mit einem Take-Profit hier dieses Gap-Close tatsächlich. Kann man hier auch nochmal sehen, wir haben ein sehr kleines Gap gehabt und da ist die Erwartungshaltung, okay, wir werden relativ zeitnah wahrscheinlich das Gap schließen. Auch hier in dem Fall hat das super geklappt. Anderes Gap. Wir sehen ein Gap, was größer als 1,5% ist. Das haben wir jetzt hier. Wir haben ja ein 1,7% Down-Gap gehabt. Allerdings haben wir am Anfang kein Pullback gehabt. Das heißt, diese Gap-and-Go-Bewegung, ich will sie nochmal hier kurz rechts zeigen, diese Idee ist erstmal weg. Wir haben hier vor uns zum Beispiel einfach Gap-and-Go gehabt. Sprich, wir haben ein großes Down-Gap gehabt, haben diesen Kaufdruck nach oben gehabt und dann ging es weiter. Dann kamen wieder die Verkäufer wirklich in den Markt rein und konnten den Markt weiter runterdrücken. In dem Fall sieht das ein bisschen anders aus. Wir haben ein Down-Gap von größer als 1,5%, aber es geht direkt weiter nach unten. Das heißt, hier oben ist großer Verkaufsdruck in dem Gap drin und es kommt weiter direkt zum Verkaufsdruck. Irgendwann muss den Bären, sage ich mal in Anführungsstrichen, ja, die Puste ausgehen, dass irgendwann davon ausgehen kann, dass es irgendwann zu diesem Turnaround-Point kommen kann. Und wir können zunächst einmal Erwartungshaltung 1, wir können weiter reinshorten, wenn das hier passiert. Und Erwartungshaltung 2, im späteren Verlauf sollten wir wahrscheinlich hier eher den Turnaround irgendwann mal spielen können, weil es ist unwahrscheinlich, dass wir einen Gap-Down haben und die nächsten 8 Stunden während Handelszeit bloß weiter runterlaufen. Eher sehr unwahrscheinlich. Und Strategie Nummer, weiß ich, 4 oder 5, die ich noch zeigen will, ganz kurz und knackig, ist natürlich, dass ein Gap auch nach Gap Close als Support und Widerstand dient. Sprich, wenn wir ein kleines Gap haben von unter 1,5%, ist Erwartungshaltung Nummer 1, wir werden das Gap schließen. Erwartungshaltung Nummer 2,
dass wir ab dem Gap wieder eine Gegenbewegung haben können, die wir auch noch handeln können. Sprich, hier können wir auch zuerst shorten und dann können wir wieder long probieren.